Wunderschönen guten Nachmittag. Es ist 16 Uhr und ich würde jetzt langsam, während noch der Rest eintrudelt, beginnen mit dem heutigen Tobi Dynavox Hörsaal zum Thema Ab ins neue Schuljahr mit Tobi Dynavox Snap. Es ist der erste Hörsaal nach der kleinen Sommerpause und freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie viel Interesse daran haben, an dem heutigen Thema. Wie jedes Mal zu einem Tobi Dynavox Hörsaaltermin habe ich mir ein paar Ziele festgelegt. Grundsätzlich wissen Sie am Ende der Schulung, was Tobi Dynavox Snap konkret ist und was da speziell dann der Inhalt Core First in Tobi Dynavox Snap bedeutet. Was gibt es rund um Tobi Dynavox Snap für Unterstützungsangebote und wie kann man diese und natürlich auch Core First gemeinsam gut im Bereich der Schule einsetzen? Ja, für viele, also ich persönlich komme aus NRW, das heißt, hier haben die Ferien schon vor 2,5 Wochen aufgehört. Für viele geht auch jetzt erst der Wechsel los, Ferien zu Ende, das neue Schuljahr beginnt, gegebenenfalls mit neuen Schülern und gegebenenfalls auch mit SchülerInnen, die vielleicht auch mit einem neuen Kommunikationsgerät, neuen Kommunikationsinhalten dann in die Einrichtung, in die Klasse kommen. So sehe ich das als eine sehr gute Gelegenheit, einfach mal für Sie sich mit Tobi Dynavox Snap, in dem Fall mit dem Inhalt dann Core First, vertraut zu machen, auf die Fragen vielleicht der SchülerInnen vorbereitet zu sein, sodass Sie dann ohne große Mühe ins neue Schuljahr 2021, 2022 starten können. Beginnen möchte ich mit der Frage, was ist denn genau Tobi Dynavox Snap? Und um nicht allzu weit auszuholen, möchte ich einmal ganz kurz auf eine wissenschaftliche Studie eingehen, auf der eigentlich ein Großteil von Tobi Dynavox Snap bzw. von dem Aufbau basiert. Und zwar ist es so, dass Sittis und Altenberg haben teilweise vor längerer Zeit einmal die Sprache genauer analysiert, die Lautsprache analysiert und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass man es grundsätzlich in zwei große Bereiche aufteilen kann. Und zwar einmal die produzierende Sprache und einmal die formelhafte Sprache. Unter der produzierenden Sprache versteht man alle Aussagen, die wirklich neu, individuell, Wort für Wort einzeln zusammengesetzt werden. Und unter der formelhaften Sprache versteht man alles das, was man quasi im mentalen Gedächtnis abgespeichert hat an Phrasen oder ganzen Sätzen. Und das Besondere dabei war, dass hier ein Verhältnis von 70% der formelhaften Sprache zu 30% der produzierenden Sprache bestand. Das heißt, ein Großteil dessen, wie wir kommunizieren, ist quasi abgelegt als Phrase, als Satz und wird eigentlich nur noch als ganzer Satz abgerufen. Und so haben wir uns die Gedanken gemacht, wie kann man denn diese beiden Aspekte, formelhaft und produzierend, halt auch in ein Kommunikationssystem, also eine Kommunikationsstrategie, in dem Fall die TD-Snap, integrieren. Zum einen, formelhaft bedeutet, wie gesagt, vorgespeicherte ganze Sätze oder Phrasen. Das wären dann zum Beispiel abgespeicherte Kommentare oder Aussagen zu speziellen Themen. Und produzierend, das wären halt Aussagen zu Kernwörter für die es vielleicht noch nicht so konkret wissen. Kernwörter sind die am häufigsten in der deutschen Sprache eingesetzten Worte. In Verbindung mit Randvokabular wären diese dann zu entsprechend ganzen vollständigen Sätzen zusammengebaut. Häufig gibt es halt Strategien, die halt Kernwörtervokabular auf den ersten Seiten, auf der Startseite anbieten, dass man dann mit Randvokabular ergänzen kann. Es gibt die Möglichkeit, einen ABC-Ansatz zu verwenden. Was bedeutet da, wird das Vokabular dann nicht semantisch-lexikalisch gegliedert, sondern nach dem Anfangsbuchstaben, sodass ich, wenn ich ein A drücke, häufige Worte zum Buchstaben A bekomme. Also Affe, Auto, Apfel, aber auch Arm oder auch. Also sämtliche Worte, unabhängig der Wortart. Und zum produzierenden Bereich würden halt auch zum Beispiel Tastaturen zählen. Diese fünf Elemente sind alle auch in Tobi Dynavox Snap enthalten. Und das, was Sie hier jetzt sehen, das ist die Startseite oder kann eine mögliche Startseite in Tobi Dynavox Snap sein, in dem Fall der Kernwörterbereich. Und im linken Bereich finden Sie
sämtliche Werkzeuge, Kommunikationswerkzeuge zur Unterstützung der formelhaften und der produzierenden Sprache, sodass man je nachdem, wo man sich gerade befindet, was man gerade vielleicht benötigt, was für den einen gerade wichtig ist, hat man von überall in der Strategie Zugang zu allen Kommunikationswerkzeugen. Die sind quasi immer nur einen Klick voneinander entfernt. In der Software sieht es dann wie folgt aus. Das ist jetzt, wie gesagt, auch die Oberfläche in einem 6x6er Raster. Wenn wir von 6x6 sprechen in CoreFirst, ist es dann immer das, was sich an Kommunikationsinhalten auf der Seite befindet. Also in diesem Fall alles das hier mit die Fragewörter und die Reihe hier oben. Das jetzt gerade befinden wir uns im Kernwörterbereich. Im Kernwörterbereich bieten halt, wie der Name schon sagt, die Kernwörter auf der ersten Seite an. Ich kann jetzt hier Sätze bilden. Wenn ich jetzt ich auswähle, werden die Ich. Verben automatisch in der ersten Person Singular geändert. Was habe ich oder ich? Was will ich? Will. Ich will. Und dann könnte ich vielleicht noch ein Auch. kurzes Wort zu ergänzen und jetzt das Ganze dann über die Wortliste zu einem Satz, zu einer Aussage Früchte. zu Ende bringen. Das heißt, ich will auch Früchte. Ich könnte natürlich jetzt auch noch haben dazu ergänzen. Und so habe ich die Möglichkeit, halt über die Kernwörter und über die Wortliste, die wirklich sehr umfassend sind, wo man gegebenenfalls überlegen könnte, ob man manche von diesen Wortlisten gegebenenfalls noch in die meine Listen abspeichert. Das kann ich Ihnen gleich noch mal kurz zeigen. Der andere Bereich der produzierenden Inhalte wären dann noch die Tastatur. Hier gibt es unterschiedliche Tastaturen. In dem Fall ist es jetzt hier eine ABC-Tastatur in Kombination mit einer Wortvorhersage. Wortvorhersage bedeutet, dass ich hier das I drücke. Ich bekomme zum Beispiel ich Ich. angeboten und automatisch danach Inhalte, Aussagen, Verben, die auf das vorhergehende Wort im Mitteilungsfenster sich beziehen, sodass hier sogar die Verben auch entsprechend in der ersten Person Singular angezeigt werden. Ich habe auch hier natürlich die Möglichkeit, die Tastatur jederzeit nochmal anzupassen. Standardmäßig ist diese Tastatur so ausgelegt, die hinterlegt ist, dass sie sich an das voreingestellte Raster, also die voreingestellte Rastergröße orientiert. Das bedeutet, dass jetzt hier eine Tastatur verwendet wird, die auch ein 6x6er Feld quasi anbietet. Möchte ich das nicht so, kann ich das Ganze natürlich entsprechend anpassen. Die andere Seite, die formelhafte Sprache, wird ja unter anderem durch den ABC-Bereich berücksichtigt. Was jetzt hier im ersten Moment so aussieht wie eine Tastatur, ist jedoch halt die erste Seite, wo ich dann Zugang zu den entsprechenden Worten finde, die halt dann mit dem Anfangsbuchstaben beginnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich habe Hunger, würde ich dann I auswählen. Beim Auswahl des Buchstabens wird dann auch nochmal der Laut lautrein wiedergegeben. Das ist jetzt bei einem Vokal relativ egal, weil es im Endeffekt ja I ist I, aber wenn ich jetzt ein B habe, wird es nicht B ausgesprochen, sondern B. Wenn ich jetzt ich Ich habe habe. Hunger sagen möchte, könnte ich jetzt hier ich habe auswählen, gehe dann für Hunger auf das H. Sie haben es ja vermutlich gehört, wird dann H geäußert. Das Wort Hunger finde ich jetzt hier noch nicht auf dieser Seite, möchte ich aber Hunger noch finden, dann gehe ich jetzt einfach auf den zweiten Buchstaben, in dem Fall dann das U. Auch hier wird dann H oder H und U zu einem Laut zusammengesetzt, dass dann nochmal Hu gesprochen wird. Und hier finde ich dann das Hunger. Wort Hunger. Der nächste Bereich der formelhaften Sprache wären dann die Kommentare. Und hier findet man Aussagen, Themen oder nach Oberkategorien sortiert, sodass ich hier erstmal
Begrüßung und Verabschieden habe, Mitteilen von Bedürfnissen, das Äußern von Gefühlen, das Stellen von Fragen und auch sogenannte Kommunikationsretter habe. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, wo ich mich nicht adäquat mitteilen kann, wo ich Schwierigkeiten in der Kommunikation habe, so habe ich hier die Möglichkeit, hier entsprechend zum Beispiel mitzuteilen, nochmal Was nachzufragen. hast du gesagt? Warte bitte, ich suche etwas. Oder Was ich sagen möchte, ist nicht auf dem Gerät. sind Aussagen, die sich jetzt nicht auf eine spezielle Situation beziehen, also situationsübergreifend sind, aber relativ wichtig, um einfach ja, auch ein Gespräch zu beginnen, aufrechtzuerhalten und natürlich auch zu beenden. Geht es dann um formelhafte Aussagen, die sich wirklich auf eine spezielle Situation beziehen, so gibt es hier einen Bereich der Themen. Der Themenbereich ist sehr, erfasst einen, eigentlich einen großen Schatz an alltäglichen Situationen, und zudem halt auch Aussagen, die sich aus dem Alltag von Menschen mit Behinderungen beziehen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel auch eine Barrierefreiheit, ein Barrierefreiheit-Thema, oder ich habe ein Thema zu meinem Kommunikationsgerät, oder ich habe hier eine Seite zum Thema Mobilität. Und auf diesen Themenseiten, hier zum Beispiel der Barrierefreiheit, finde ich dann Aussagen, die sich ganz allein auf dieses Thema beziehen. Der Vorteil ist, wenn ich in diesem Thema bin, vielleicht in dem Fall anziehen, so bekomme ich einfach viele Aussagen angeboten, die an sich zu vielen Situationen halt auch in diesem Thema passen, sodass ich eigentlich auch wenig falsch mich äußern kann. Das Ziel, ein Ziel von Tobi Danerbox mit Core First Seitenset ist halt auch, dass wir die Teilhabe unterstützen und das zu, in jeder Stufe der, ja, der Kommunikationserfahrung. Das bedeutet, ich möchte halt einfach schon schnell die Möglichkeit schaffen, kommunizieren zu können. Und das kann man halt sehr gut erlangen, indem man halt auf diese Themen zurückgreift, indem ich halt einfach schon schnell Aussagen finde, wie Was soll ich anziehen? oder Ich mag es. natürlich auch vielleicht Es passt nicht. die Themen sind alle ähnlich aufgebaut. Das bedeutet, es gibt immer oben blau umrandet Fragen, Fragesätze. Und dann kommt eine große Gruppe der allgemeinen Aussagen in Orange. Darunter dann eine Aussagenkategorie der positiven Aussagen zu diesem Thema. Und dann in Rot nochmal einmal eher negative Aussagen zu diesem Thema. Und da natürlich immer noch die Möglichkeit, eigene Mitteilungen zu hinterlegen. Zudem gibt es in jedem Thema verhaltensunterstützende Angebote. Das heißt, ich finde immer unter diesem Rettungsring den Punkt Unterstützung. Und hier gibt es schon ein paar Beispielinhalte. Das heißt, hier unter zum Beispiel dem Timer stellt das abstrakte Konzept der Zeit nochmal etwas bildlicher dar. Vielleicht haben Sie es gemerkt, der obere Rand wird jetzt rot markiert und läuft jetzt immer weiter ab, wird also immer mehr schwarz, immer weniger rot, sodass hier nochmal verdeutlicht wird, wie viel Zeit steht mir noch zur Verfügung, um die entsprechende Aufgabe zu erfüllen. Vielleicht habe ich eine entsprechende Zeitvorgabe, wie lange ich jetzt noch zum Umziehen brauche. Bei meinen Kindern wäre das manchmal sehr hilfreich, damit sie fertig werden. Nach Ablauf der Zeit wird dann ein Hinweis gegeben, ein Hinweissignal. Und ja, damit ist der Timer dann quasi beendet. Ich habe aber während der Nutzung des Timers die Möglichkeit, alles Ich. Mögliche in der Strategie zu machen, ohne dass der Timer beendet wird. Schließe den Timer jetzt mal. Dann gibt es eine Zuerst-Dann-Übersicht. Das heißt, das wäre jetzt einfach nur ein Beispiel. Zuerst soll ich die Hose anziehen und dann das Hemd anziehen. Dann gibt es eine konkretere, feinschrittigere Auswahl, auch zum Thema jetzt anziehen, weil wir uns ja in der Thematik, in der Situation anziehen befinden. Das heißt, zuerst die Kleidung aussuchen, dann das Hemd anziehen, dann die Hose anziehen, dann die Schuhe zu binden. Bei Auswahl Zuletzt binde deine Schuhe zu. spricht natürlich dann die Stimme, die entsprechende Aussage. Als letzter Punkt gibt es noch sogenannte Skripte. Skripte können
sehr, sehr komplex sein. Was bedeutet, die können auch aus mehreren Seiten bestehen. In dem Fall ist es jetzt eine Seite. Eine Seite hat dann immer 7 Aussagen in Kombination mit einem Symbol bei Bedarf. Hier sollte man einfach, hier ist das Ziel, dass man nochmal ein bisschen entweder eine Erklärung bekommt. Man kann hier aber auch eine Kommunikation schon mal ein bisschen fördern, so eine wechselseitige. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Skripte gut einsetzen kann. Diese Inhalte der Verhaltensunterstützung, wenn man diese bearbeiten möchte, zeige ich Ihnen gleich noch einmal, sodass ich das einfach gleich die ganze Bearbeitung einmal in einem Stück Ihnen im Idealfall erklären kann. Das heißt, wir haben jetzt, sind jetzt einmal in etwas schnellerem Tempo durch die unterschiedlichen Kommunikationswerkzeuge gegangen, also einmal die Kernwörter, der ABC-Bereich für und die Tastaturen für die produzierende Sprache und die Kommentare und die Themen quasi für die formelhafte Sprache, also die, die aus Phrasen besteht, die halt für ein Mehr an Geschwindigkeit stehen sollen. Im nächsten Teil des heutigen Hörsaals möchte ich Ihnen einmal noch quasi das Bearbeiten, das Anpassen, das Individualisieren ein bisschen näher bringen. Und zwar auf 3 unterschiedlichen Bearbeitungsebenen. Das kann man relativ einfach in Snap-Coffers oder in TD-Snap unterscheiden. Und zwar einmal die Bearbeitungsebene Feld. Das bedeutet, dass ich hier wirklich alle Einstellungen zum Feld selber machen kann. Komme ich gleich auch noch mal kurz zu, also was für ein Symbol, was für eine Bezeichnung, was soll gesprochen werden, was für eine Aktion soll vielleicht ausgeführt werden. Dann gibt es einmal den Bereich, die Bearbeitungsebene Seite. Hier kann ich dann alle Einstellungen vornehmen, die eine Seite, eine konkrete Seite speziell betreffen. Das heißt, also grundsätzlich, welche Rastergröße vielleicht die Seite haben soll, welche Farben die Felder haben sollen, welchen Abstand die Felder haben sollen. In der Regel ist es aber so, dass die Darstellung, das Layout der Seite sich an den Einstellungen des Seitensets an sich orientieren. Das bedeutet, ich habe die dritte Bearbeitungsebene, das Seitenset, wo ich eigentlich viele Einstellungspunkte halt für die Seite selber, für alle Seiten vornehme. Wenn ich aber eine Seite habe, die ich vielleicht in einem anderen Raster darstellen möchte im Vergleich zu den anderen, so hätte ich hier in der Bearbeitungsebene Seite die Möglichkeit dazu. Denn die meisten Anpassungen von allen Seiten werden Sie vermutlich im Bereich Seitenset durchführen. Hier können Sie für alle Seiten die Rastergröße ändern, hier können Sie für alle Seiten auf deren Inhalte die Schriftart, die Schriftgröße, die Anordnung, Schrift, Text anpassen und noch vieles weitere. Das Ganze werde ich Ihnen jetzt einmal innerhalb von TobiDynavox Snap zeigen. Beginnen möchte ich einmal zum Beispiel mit den Kommentaren, dass ich hier unter Hallo und Tschüss nochmal vielleicht eine weitere Begrüßung hinzufügen möchte. Ins Bearbeitungsmenü gelange ich, indem ich oben rechts das Bearbeitungssymbol, das Zahnrad mit dem Stift auswähle. Und ich erkenne, dass ich im Bearbeitungsbereich bin, indem ich hier unten jetzt die unterschiedlichen Bearbeitungsebenen dargestellt bekomme. Ich muss jetzt nichts weiter machen, wenn ich jetzt ein Feld anpassen möchte. Zum Beispiel möchte ich hier meinen Namen hinterlegen. Dann würde ich dieses Feld einfach nur andrücken und es kommt automatisch die Bearbeitungsebene Feld zum Vorschein. Und hier habe ich nun sämtliche Anpassungsmöglichkeiten. Das heißt, hier kann ich nun die Bezeichnung ändern. Das heißt, hier möchte ich jetzt meinen Namen hinzufügen. In der Regel ist es so, dass die Bezeichnung gleich dem Inhalt der Mitteilung ist. Das heißt, in dem Fall ist es so, dass die Bezeichnung das ist, was auf dem Feld steht, und die Mitteilung das ist, was gesprochen wird. Wenn ich ein neues Feld anlege, ist dieses identisch mit der Mitteilung. Möchte ich aber, dass ich vielleicht etwas anderes sage, weil eventuell die Aussage, die auf diesem Feld hinterlegt ist, das vielleicht häufig bei den Themenseiten der Fall ist, zu groß ist, dass das Symbol eventuell zu klein, zu gestaucht ist, dann
habe ich die Möglichkeit, hier eine andere Mitteilung jetzt einzugeben. In dem Fall möchte ich jetzt den Satz ein bisschen ausschmücken, um dann etwas anderes zu sagen, als das, was auf dem Feld steht. Ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, indem ich hier auf das Mikrofon drücke, auch eine eigene Sprachaufnahme über das integrierte Mikrofon vom Kommunikationsgerät auf dieses Feld zu hinterlegen. Die dritte Möglichkeit ist noch, dass ich hier sogar eine andere Audiodatei auf das Feld hinterlegen kann, sodass diese dann abgespielt wird. Jetzt möchte ich vielleicht noch mein Bild hier hinterlegen. So habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt auf die Kamera gehen und entweder direkt ein Foto machen oder ich greife auf das Bildarchiv zurück, also auf alle gemachten Fotos mit diesem Gerät und kann natürlich dann jetzt hier nach einem geeigneten Foto von mir suchen und dieses dann natürlich hier entsprechend hinterlegen. Möchte ich ein neues Feld anlegen, so kann ich das natürlich auch jederzeit machen. Sie haben hier, wie Sie gerade gesehen haben, die Möglichkeit, den Bearbeitungsbereich über Anklicken und Ziehen der drei Striche zu minimieren oder zu maximieren, je nachdem, ob Sie vielleicht auch in diesem Bereich Inhalte anpassen wollen. Wenn Sie jetzt aber hier einen anderen Inhalt hinzufügen möchten, klicken Sie einfach nur diesen an, geben Sie eine Bezeichnung ein, vielleicht sowas wie Hey. Es wird grundsätzlich erstmal geschaut, gibt es hier vielleicht schon ein passendes Symbol? Ich finde es jetzt relativ passend und aussagekräftig, so nehme ich das. Und ich kann an sich jetzt das Bearbeitungsmenü verlassen und bin fertig. Also es ist eigentlich relativ schnell, Bearbeitungsmenü, Feld anklicken, Bezeichnung eingeben und fertig, wieder verlassen. Ich hatte Ihnen ja gerade noch gesagt, bezüglich Verhaltensunterstützung, haben Sie die Möglichkeit, natürlich auch eigene verhaltensunterstützende Inhalte anzulegen. Es geht vom Prinzip her identisch. Sie gehen ins Bearbeitungsmenü, klicken ein Feld an und können dann über Aktionen hinzufügen im unteren Bereich in den Aktionen stöbern. Und da gibt es einen Bereich der Verhaltensunterstützung. Hier finden Sie vier Elemente. Einmal einen Timer, dann das zuerst dann, dann einen Ablaufplan, das ist etwas kleinschrittiger, bis zu 4 Punkte und dann diesen Skript, der von einfach bis komplex reichen kann. Möchte ich eine Zuerst-Dann-Regel hinterlegen, klicke ich es an, kann jetzt hier eine Bezeichnung für diese Zuerst-Dann-Regel hinterlassen, vielleicht dreckig. Dann sage ich zum Beispiel zuerst, schaue ich nur eine Bezeichnung. Möchte ich eine andere Mitteilung haben? Zuerst schaue ich, ob meine Sachen dreckig sind. Und dann könnte ich hier bei dann neue Sachen. Dann ziehe ich neue Sachen. Speichere ich. Gehe auf fertig. Man kann jetzt hier das anklicken und jetzt sieht man die Zuerst-Dann-Regel zuerst. Zuerst schaue ich, ob meine Sachen dreckig sind, dann ziehe ich neue Sachen an. Und das Bearbeitungsprinzip, also die Aktion, wie das Ganze geht, ob ich jetzt einen Zuerst-Dann oder eine Auswahl oder ein Skript machen möchte, ist an sich in allen Bereichen identisch, sodass die Schritte eigentlich dann relativ ähnlich sind. Die zweite Ebene, das wäre dann ja die Bearbeitungsebene der Seite. Hier hatte ich ja schon gesagt, hätten Sie die Möglichkeit festzulegen, dass vielleicht diese Seite eine andere Rastergröße hat oder auch einen anderen Stil, also andere Farben, anderen Feldabstand, andere Schriftart benutzt, dann müssten Sie halt, wenn Sie das anpassen möchten, für diese eine spezielle Seite, das Abstimmen an den Einstellungen für Seitenset deaktivieren, indem Sie hier einen Schieber setzen und anschließend können Sie hier dann individuelle Einstellungen für diese Seite durchführen. Aber es ist immer die Frage,
ist es wirklich sinnvoll, dass die Seite von anderen abweicht. Denn viel spannender oder viel hilfreicher ist vermutlich eher der Bereich Seitenset. Und im Bereich Seitenset haben Sie dann die Möglichkeit, global, also an einer Stelle, Einstellungen für die gesamte Snap Coverfirst, den gesamten Coverfirst-Inhalt zu machen. Das heißt, möchten Sie zum Beispiel das Raster von 6x6 auf 7x7 erweitern, so können Sie dieses hier tun. Und abgesehen von dieser Seite, wo wir ja gesagt haben, die soll sich nicht daran orientieren, sehen Sie, dass jetzt hier alle Seiten sich an einem 7x7 Raster orientiert haben. Und Gleiches können Sie dann auch machen, wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten die Schriftart komplett anpassen. Das heißt, es geht an einer Stelle. Sie können an einer Stelle auch die Schriftgröße deutlich erhöhen. Oder der Abstand zwischen den Feldern, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass das motorisch vielleicht ein bisschen einfacher wäre, wenn ein bisschen mehr Abstand zwischen den Feldern wäre, so können Sie hier auch zum Beispiel den Abstand zwischen den Feldern anpassen. Und das ist egal, wo Sie sich dann in CoreFirst befinden, sind diese Anpassungen dann komplett an einer Stelle, an allen Stellen haben Sie dann einen Effekt, können aber natürlich auch genauso gut wieder an einer Stelle wieder zurückgesetzt werden in dem Bereich Seitenset. Es erspart einem häufig eine große Arbeit, wenn man dieses quasi an einer Stelle zentral für alle Inhalte erledigen kann. Zudem gibt es in dem Bereich von dem Benutzer, also ist dann so die vierte Ebene zum Bearbeiten, haben Sie auch die Möglichkeit, es noch entsprechend an die Bedürfnisse des Anwenders anzupassen. Das bedeutet, Sie haben hier die Möglichkeit, vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, die Symbole waren nicht im Mitteilungsfenster zu sehen, können Sie aber hier an einer Stelle aktivieren, dass auch mit Mitteilungsfenster Symbole angezeigt werden. Sie können auch festlegen, dass zum Beispiel, dass Hervorhebungen im Mitteilungsfenster verwendet werden. Das bedeutet, dass man das, was gerade von der synthetischen Stimme gesprochen wird, auch nochmal farblich hervorgehoben wird, sodass das vielleicht auch nochmal das Leseverständnis unterstützt. Und eine weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, dass man die Symbole auf Vorhersagefeldern anzeigt beziehungsweise nicht anzeigt. Zu diesen Einstellungen gelangen Sie, wenn Sie ins Bearbeitungsmenü gehen, oben rechts, und dann auf den Bereich Benutzer gehen. Und hier haben Sie dann in den Einstellungen diese Möglichkeiten, zum Beispiel halt auch Symbole im Mitteilungsfenster zu verwenden, was häufig nochmal nachgefragt wird, aber auch genauso gut Einstellungen zur Auswahlmethode zu machen. Wird vielleicht eventuell statt Wischen Navigationspfeile gewünscht. Das heißt, dann haben Sie die Möglichkeit, hier Navigationspfeile anzustellen, mit denen man dann vielleicht einfacher durch die Inhalte navigieren kann. Solche Einstellungen findet man alle in dem Bereich des Benutzers. Als weiteren Punkt zum Anpassen haben Sie auch die Möglichkeit, das Mitteilungsfenster noch in Anführungsstrichen zu bearbeiten. Das heißt, sind Sie im Bearbeitungsmodus, wie ich es jetzt bin, haben Sie die Möglichkeit, zum Beispiel das Mitteilungsfenster anzuklicken und dieses kleiner zu machen und so zum Beispiel noch ein weiteres Element hinzuzufügen. Das bedeutet, zum Beispiel können Sie hier noch den sogenannten Gesprächsmodus ein- und ausschalten. Der Gesprächsmodus ist eine Funktionalität, die es ermöglicht, dass wenn der Anwender gerade einen Satz schreibt, ich möchte, gefragt wird, was möchtest du heute essen, kann er auf Gesprächs angehen, dann wird das Mitteilungsfenster einmal freigegeben und in der Wortliste zum Beispiel unter Essen sagen, er möchte Hähnchen essen. Hat er es dann gesagt, kann er das Gespräch wieder zurückmachen und es ist wieder der Inhalt auf der Seite verfügbar, bei der er vorher aufgehört hat. Er hat auch die Möglichkeit, Inhalte zu verschieben. Das heißt, ich könnte jetzt auch zum Beispiel die Gesprächsfunktion mit dem Sprechen tauschen, indem ich einfach nur erst hin und her schiebe und das anpasse. Ich kann aber auch genauso gut Inhalte entfernen, indem ich den anderen anklicke und im rechten Bereich den Mülleimer drücke.
die Teilen-Funktion, um vielleicht direkt auf eine Frage einzugehen. Die bietet die Möglichkeit, grundsätzlich Inhalte des Mitteilungsfensters mit anderen Apps zu teilen. Was bedeutet, es war jetzt die Frage, gibt es die Möglichkeit, Nachrichten in Messengern zu verschicken? Konkret so direkt nicht. Was ich die Möglichkeit habe, ist, ich könnte es in den Zwischenspeicher kopieren und dann in den Messenger wieder einfügen. Oder ich kann natürlich schauen unter Weitere, welche Apps sind gegebenenfalls hier, die dieses Teilen des Mitteilungsfensters unterstützen. Wenn dort natürlich ein Messenger zur Verfügung gestellt wird. Ich kenne jetzt persönlich keinen Messenger. Das heißt, ich habe auch zum Beispiel die WhatsApp Web installiert oder das WhatsApp für Windows. Das wird hier nicht uns gezeigt. Das heißt, die unterstützen dann das Teilen des Mitteilungsfensters mit dieser App nicht. Also ich würde eher sagen, direkte Möglichkeit, Nachrichten in einen Messenger zu verschicken, gibt es so nicht. Genau, das waren so eine Einführung. Was sind Inhalte von TobiDynavox? Snapcom First. Was sind Bearbeitungsmöglichkeiten, Einstellungsmöglichkeiten innerhalb von TobiDynavox Snap? Ich sehe, es sind noch keine weitere Fragen im Chat eingegangen. So gehe ich davon aus, dass zumindest grundsätzlich erstmal alles klar ist. Wenn Sie noch Fragen haben, tippen Sie sie gerne jederzeit ein. Ansonsten würde ich jetzt nochmal also auf die weiteren Unterstützungsangebote eingehen. Das heißt, grundsätzlich hat man natürlich die Möglichkeit, mit Core First und mit TobiDynavox Snap natürlich auch gut die Umgebung zu gestalten. Also zum einen gibt es teilweise von uns auf Messen entsprechend kleine Core First oder große Poster oder kleine Symboltafeln. In A4-Format, mit der man natürlich sehr gut das Klassenzimmer zum Beispiel auch gestalten kann, um auch einfach eine Unterstützung zu bekommen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, innerhalb von TobiDynavox Snap auch zu drucken. Das heißt, hier rechts sehen Sie zum Beispiel eine Pinnwand, wo zusätzlich noch eine wichtige Wortliste vielleicht herausgepickt wurde. Und drucken können Sie in TobiDynavox Snap wie folgt. An sich verschiedene Wege. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die Kernwortseite gedruckt haben, so gehen Sie ins Bearbeitungsmenü und gehen Sie hier auf Seite. Und da haben Sie entweder die Möglichkeit, hier im rechten Bereich den Drucker auszuwählen oder im linken Bereich auf Seitendrucken zu gehen, dann Drucken auszuwählen. Und Sie können jetzt hier noch festlegen, welche Seite Sie gedruckt haben wollen. Gerade, dass die Software, da, so, jetzt waren schon mal viele Seiten drin. Jetzt ist eine Seite schon ausgewählt, die Seite, auf der ich mich gerade befinde, die Kernwörterseite. Ich könnte aber noch hier weitere Seiten hinzufügen. Wenn ich auch mit den Kernwörtern zufrieden bin, gehe ich auch weiter, kann auch festlegen, möchte ich vielleicht das Mitteilungsfenster nicht haben, sondern ich möchte wirklich nur die Kernwörter, auch nicht die Kommunikationswerkzeuge. Also könnte ich jetzt hier festlegen, dass ich nur die wirkliche Kernwortseite gedruckt haben möchte, könnte auf Drucken gehen und kann das Ganze dann anschließend nachher anderweitig verwenden. Da habe ich meine individuelle Kommunikationstafel innerhalb von TobiDynavox Snap erstellt. Wie das genau nochmal geht, finden Sie auch nochmal hier unter diesem Link. Das ist auch nochmal erklärt, als kleines Video, wie genau die Druckfunktion funktioniert. Wie gesagt, Sie bekommen im Nachgang ja auch nochmal die Präsentation als PDF, wo Sie dann auch dann nochmal auf diese Links klicken können. Eine weitere hilfreiche Funktion ist die sogenannte Suchfunktion. Häufig kommt man ja auf die Frage, ja, wo findet sich denn jetzt genau dieser Inhalt, dieses Wort? Ich suche verzweifelt den Elefanten. Wo finde ich den denn? Dafür gibt es halt oben die Lupe. Und wenn ich auf die Lupe gehe, habe ich die Möglichkeit über die Tastatur den Elefanten oder das Elefant einzugeben. Und jetzt bekomme ich überall die Treffer angezeigt, wo sich dieser Elefant befindet. Hier drunter sehe ich auch immer noch die Seite. Das heißt, es gibt ja diesen ABC-Bereich unter EL. Da werde ich wahrscheinlich ihn nicht hätte suchen müssen, da hätte ich ihn sofort gefunden. Vermutlich
ist aber der naheliegendste Bereich, wo ich suchen würde oder wo ich es auch in Zukunft nutzen werde, die Wortliste Tiere. Das heißt, ich wähle jetzt das erste aus. Und was jetzt passiert ist, dass ich jetzt nicht direkt auf die Seite Wortliste Tiere springe, sondern es wird kurzzeitig alles etwas dunkel, bis auf einen Bereich. Und in dem Fall ist es die alle Wortlisten. Und es ist noch ein pulsierender Rahmen drumherum. Und dieser pulsierende Rahmen soll quasi motivieren, hier drauf zu drücken. Und so geht es weiter. Jetzt bin ich im Bereich, wird das Tiere hervorgehoben. Okay, das heißt, ich muss auf alle Wortlisten, auf Tiere. Und hier finde ich dann Elefant. den Elefanten. Das soll einfach unterstützen, dass ich auch im Nachgang auch noch immer noch schnell halt diese Aussage finde, sodass ich nicht einfach nur diese Seite geöffnet bekomme und den Elefanten danach nochmal suchen muss, sondern ich bekomme direkt den Pfad dahin gewiesen, um das Ganze halt nochmal zu fördern. Das heißt, die Suchfunktion ist eine sehr gute und hilfreiche Möglichkeit, Inhalte zu finden und natürlich auch anderen zu vermitteln. Im Anbetracht der Tatsache, dass die Zeit relativ gering ist, will ich auf diese Folien gar nicht näher eingehen. Ich möchte einmal nur auf unsere Pathways für Core First verweisen. Das ist eine Begleit-App, eine kostenlose Begleit-App, die es für das iPad, für iPadOS gibt, aber auch für Windows. Und Pathways für Core First bietet einen großen, ungemeinen Schatz an hilfreichen Angeboten rund um die UK allgemein, aber vor allem natürlich auch um Core First. Es gibt da auch eigene kleine Schulungen. Man könnte hier auch drei Stunden oder eine ganze tagesfüllende Schulung machen. Deswegen kann ich jetzt nur empfehlen, einfach mal darauf da reinzugehen, einfach mal darin zu stöbern. Man wird zu Anfang halt einfach nochmal darauf hingewiesen, wie fange ich mit Core First an, wie richte ich es ein, wie nutze ich es. Es wird auch mal an so einem Beispiel das Ganze ausprobiert. Und dann gibt es einen großen Bereich der Fähigkeiten erweitern. Das heißt, hier gibt es einmal noch wirklich Bereiche zum Unterstützung. Wie kann ich es bei täglichen Aktivitäten verwenden? Wie kann ich es nutzen, um mein Vokabular zu erweitern? Ja, wie kann ich Verstehenskrisen korrigieren? Aber auch genauso gut so ein bisschen das Operationale. Also, wie navigiere ich zu Seiten? Wie bediene ich das Gerät? Wie lade ich es auf? Wie reinige ich es? Wie halte ich es instand? All solche Punkte findet man in Core First. Wenn da Bedarf ist, können wir gerne demnächst auch nochmal eine Pathways für Core First Schulung gerne anbieten. Ansonsten schauen Sie gerne auch mal in unserer Videothek. Wie gesagt, es gibt hier einen großen Schatz an, zum Beispiel, wenn ich in Navigation bin, an Anleitungen, die einfach nochmal ein bisschen eine Einführung geben. Das ist meistens nach Tagen, nach Sequenzen gegliedert. Es gibt häufig auch so kleine Comic-Seiten, die man ganz gut halt in der Förderung nutzen kann. In dem Fall geht es ja um das Navigieren. Das heißt, hier wird einfach nochmal erklärt, in einfacher Weise, wie das Navigieren geht. Also ich bin ein Entdecker und navigiere rund um die Welt. Und ich bin auch ein Entdecker und bewege mich auf meinem Gerät von Seite zu Seite, um zu sagen, was ich möchte. Ich navigiere in meinem Gerät und ein Entdecker geht von einem Ort zum anderen. Genau das tue ich in meinem Gerät auch. Meine Symbolleiste zeigt mir, wohin ich gehen kann. Ich kann zu all meinen Werkzeugen gelangen, zum Beispiel zu Themen oder Kommentaren. Das ist natürlich jetzt grundsätzlich erstmal auf Core First ausgelegt, wie man auch an der Oberfläche sieht, aber kann natürlich durchaus auch für andere Kommunikationsstrategien sinnvoll sein. Hier wird auch mal das Vision noch erklärt, wie das Vision funktioniert. Und das Schöne ist, das war jetzt eher eine Anleitung für den kindlichen, jugendlichen Bereich. Das Ganze gibt es aber auch nochmal für den Erwachsenenbereich. Das heißt, auch hier wird es speziell nochmal auf Erwachsenen bezogen. Das heißt, auch nochmal mit einem anderen Sprachgebrauch, mit anderen Symbolen. Und diese Anleitung können Sie natürlich auch jederzeit ausdrucken. Aber vor allem finden Sie diese und noch viele, viele mehr in Pathways. Das heißt, hier finden Sie Anregungen, wie machen Sie Anpassungen, wie können Sie sich um das Gerät kümmern, wie halten Sie es allgemein instand. Genauso Antworten zu der Frage, er kann so viele Wörter, spricht aber nicht. Das heißt, hier gibt es dann eine Lösung und zwar, man sollte mit sozialen und strategischen Fähigkeiten arbeiten und diese noch ein bisschen fördern. Das heißt, hier findet man vor allem
Aufmerksamkeit erhalten, Methoden der Korrektur, Gesprächsmanagement, solche Punkte. Darüber hinaus, gerade im Klassenzimmer, kann es sehr hilfreich sein, wenn Schüler die Möglichkeiten haben, vielleicht, wenn vorhanden, mit einer interaktiven Tafel zu kommunizieren, zu interagieren. Und dafür gibt es die Möglichkeit mit dem sogenannten Accessit 3. Ich halte ihn einmal in die Kamera. Das ist an sich so eine kleine Art USB-Stick, der an den Computer im Klassenraum oder an die interaktive Tafel angeschlossen wird. Und wenn diese darauf angeschlossen wird, kann sie sich mit der Software CoreFirst oder in Snap oder Snap CoreFirst verbinden. Und man hat dann die Möglichkeit, Inhalte, die im Mitteilungsfenster sind, zu teilen. Und zwar gibt es hierfür extra den Bereich Accessit. Dass wenn ich hier drauf drücke, würde dann automatisch die Aussage, die der Schüler, die Schülerin im Mitteilungsfenster erstellt hat, dann an das entsprechende Endgerät gesendet werden. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, einfach nochmal ein bisschen Interaktivität zu schaffen. Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, dass der Schüler, die Schülerin auch den Mauszeiger bedienen kann, wo dann der Accessit angeschlossen ist. Das gibt auch für entsprechend unterschiedliche Oberflächen. Die nachfolgenden Seiten, die ich Ihnen jetzt noch zeigen werde, die beziehen sich auf unterschiedliche Inhalte, die man in PageSet Central findet. Für diejenigen, die PageSet Central nicht kennen, das ist eine Austauschplattform von Tobii Dynavox und es soll ein Angebot darstellen für Anwender von unseren Kommunikationsinhalten. Es soll eine Lösung sein, um möglichst einfach und schnell eigens erstellte Inhalte mit anderen teilen zu können, anderen auch bereitzustellen. Das heißt, habe ich vielleicht eine total tolle Seite zu einem Buch erstellt und möchte die dann vielleicht auch gerne einfach, dass andere davon auch profitieren können, so kann ich diese einfach und schnell dort hochladen, sodass andere auch davon profitieren können und das Rad nicht noch ein zweites Mal erfinden. Diese Folie hier, die Sie ja wie gesagt auch im Handout bekommen werden, erklärt nachher nochmal oder verweist dann auf Videos, die erklären, wie man Inhalte auf dieser Austauschplattform freigibt, aber auch wie man, genau das Gegenteil, diese halt importieren kann. Denn in PageSet Central gibt es schon viele, ja, vor allen Dingen schulspezifische Inhalte, zum Beispiel kleine Mathe-Quizze. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, so entweder schon vorgefertigte Mathe-Seiten zu nutzen, wie diese jetzt, die Sie hier rechts sehen. Es gibt hier zwei unterschiedliche Beispiele. Können Sie einfach anklicken und Sie landen direkt auf der Seite von PageSet Central. Das heißt, dann sind Sie hier zum Beispiel im Mathe-Quiz minus und können es dann hier herunterladen und dann in TD-Snap importieren. Genauso gibt es hier kleine Anregungen für den Deutschunterricht. In dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel Silben erkennen. Das heißt, hat man hier die Silbenbögen, 1, 2, 3 Silben. Okay, wie viele Silben hat das Auto? Man hat die Möglichkeit, es sich auch nochmal aussprechen zu lassen und kann dann die richtige Lösung auswählen und kommt zur nächsten Seite. Auch hier gibt es unterschiedliche Beispiele, aber natürlich auch die Möglichkeit, eigene kleine Übungen zu erstellen. Das heißt, es gibt auch immer eine Lehrvorlage. Für Tobii Dynavox Snap gibt es mittlerweile auch schon ein paar Bücher. Entweder sind diese bereits im PageSet Central vorhanden, zum Beispiel ein kleines Buch über Fukushima, die Atomkatastrophe nochmal erklärt wird. Und es ist ein kleines lustiges Buch über einen frechen Hund und ein Buch über Corona. Zudem gibt es in der Kooperation mit dem Don Bosco Verlag noch die Bücher Die Weisen aus dem Morgenland, Die Bremer Stadtmusikanten und Der dicke fette Pfannkuchen. All das, was Sie hier machen müssen, um diese Bücher zu bekommen, sind diese über die Seite vom Don Bosco Verlag anzuwählen. Die sind kostenlos, können also kostenlos quasi digital bestellt werden. Sie bekommen dann anschließend einen Download-Link. Bereits enthaltene
Inhalte, zum Beispiel den Sachunterricht, können durchaus in dem Bereich der Wortlisten gefunden werden. Das heißt, hier gibt es ja zum Beispiel schon eine zugehörige Liste zum Thema Pflanzen und die Teile. Das heißt, hier finde ich den Baumstamm, die Apfelblüte, ein Blütenblatt, ein Blattgrün. Das heißt, wenn ich den Bereich vielleicht abdecken möchte im schulischen Bereich oder die Körperteile oder auch natürlich für den Religionsunterricht, habe ich hier auch für die Religion Dinge. Genauso gibt es hier halt auch schon viele Insekten wie ja, Ameise, die Arbeiterbiene, eine Assel, eine Gottesanbeterin, eine Kakerlake. Das heißt, hier gibt es schon einfach auch schon viele Inhalte, die man nutzen kann. Und für über unterschiedliche Themen sind diese halt verfügbar. Ähnlich verhält es sich mit den vorbereitenden Kommunikationsthemen, die man durchaus für die Schule nutzen kann, wären die Themen Klassenzimmer, Lesen, Gruppenarbeit, Kunstunterricht, Pause, Cafeteria und Schule mit den entsprechenden Themeninhalten. Es gibt ein Whiteboard. Das Whiteboard kann genutzt werden, um A, sich vielleicht künstlerisch auszulassen oder vielleicht auch um Buchstaben nachzuspuren. Um Buchstaben nachzuspuren ist wichtig, dass man halt dieses Foto sich irgendwie halt erstellt, also als Bilddatei abspeichert und dann könnte man diese in das Whiteboard importieren. Das Whiteboard ist nicht standardmäßig verknüpft. Möchten Sie das Whiteboard verknüpfen, können Sie in die Übersicht gehen und dort einen zum Beispiel, oder nicht zwingend die Übersicht, Sie können in jeden Bereich gehen, dort, wo Sie das Whiteboard hinzufügen möchten, wählen ein leeres Feld aus und gehen anschließend auf Aktion hinzufügen und finden dann in den Aktionen auch das Whiteboard. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen gerade nicht. Dafür gäbe es aber durchaus eine Möglichkeit, die Aktion auch zu suchen. Das heißt, ich öffne das Whiteboard, entferne gegebenenfalls die Aktion, dass das nicht besprochen wird und habe jetzt auch ein Whiteboard in TD-Snap verfügbar, in dem ich hier etwas malen kann, entweder selber malen. Ich kann dann, wie gesagt, ein Bild hinzufügen, auch zum Beispiel zum Nachspuren, dass ich halt diese Buchstaben dann habe und kann das Ganze dann sehr, sehr einfach und schnell und kreativ und interaktiv verwenden. Es gibt dann noch die Möglichkeit, es mit Google Assistant zu verbinden. Der Google Assistant ist ja quasi ein Pendant zum Beispiel zu Alexa, dem ich Fragen stellen kann, wo ich Antworten bekomme. Das Besondere, das ist direkt in TobiDynavox Snap in Core First integriert. Was bedeutet, alles, was ich machen muss, ist ein Konto zu haben bei Google und mich dann mit diesem Google-Konto im dem Benutzerbereich hier anzumelden. Dann habe ich dieses, habe ich Snap, TD Snap hinterlegt. Quatsch, TD Snap mit Google Assistant verbunden und anschließend kann ich dann eine Frage stellen über meine Kommunikationsinhalte und diese zum Beispiel schnell überteilen, dann mit dem Google Assistant quasi austauschen. Es gab ganz kurz die Nachfrage, ob die Veranstaltung auch im Nachgang verfügbar ist. Ja, sie wird aufgezeichnet und wird Ihnen in Kombination dann mit der PDF nochmal als E-Mail zugeschickt, also der YouTube-Link. Da können Sie dann nochmal drauf zugreifen. Das heißt, auch dieser Google Assistant kann durchaus ein hilfreiches Werkzeug sein, um zum Beispiel zu recherchieren, um einfach Informationen zu bekommen. Und alles, was man für braucht, ist ein Google-Konto und keinen weiteren digitalen Assistenten oder Ähnliches im Raum. Das würde alles dann innerhalb von TD-Snap funktionieren. Genau. Snap bzw. die Inhalte Core First gibt es in verschiedenen Sprachen. Hier vielleicht dann für den Mehrsprachigkeit-Einsatz oder natürlich auch für den Fremdsprachenunterricht. Das heißt, jetzt so die Sprachen Englisch, Französisch oder Spanisch sind natürlich verfügbar. Was Arabisch oder ähnliche Sprachen angeht, da arbeiten wir gerade noch dran, sollen aber hoffentlich auch alsbald verfügbar sein. Hier finden Sie auch nochmal eine Videoanleitung zur Mehrsprachigkeit. Verhaltensregeln habe ich Ihnen ja vorhin schon mal gezeigt, schnell und einfach zu erstellen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, komplett eigene Seitensets zu erstellen. Auch hier gibt es dann eine kleine Videoanleitung, wie Sie dann wirklich komplett ohne Core First eigene Inhalte erstellen oder einfach innerhalb von Core First eine neue
Seite. Es gibt auch weitere Begleitangebote. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel das, die Förderziele der UK, das sogenannte Goals Grid, das Zielraster. Auch hier kann man ein relativ umfassendes Einführung machen. Grundsätzlich ist es so, dass dieses ein ausdruckbares Dokument ist, was vier verschiedene Bereiche von Menschen mit UK-Förderbedarf umfasst. Einmal linguistische Fähigkeiten, operationale, soziale und die strategischen. Und diese Fähigkeitenbereiche sind einmal nochmal in fünf Bereiche unterteilt, von abhängig, also wirklich so Einsteiger, bis hin zu unabhängig. Und jeder dieser Bereiche erfasst nochmal verschiedene Aspekte, die man in diesem Bereich erfüllen sollte. Kann man schauen, wird das vielleicht schon vom Anwender erfüllt oder arbeitet ihr vielleicht gerade noch dran, sodass man hier sich vielleicht nochmal gemeinsam eine Zielsetzung überlegen kann. Ideal funktioniert dieses Zielraster mit dem Pathways für Core First Inhalten. Das heißt, hier gibt es sogar das Zielraster in einer digitalen Variante. Das heißt, hier finden Sie diese vier Bereiche, die vier Fähigkeitsbereiche und die fünf Stufen. Und gehen Sie jetzt hier zum Beispiel in die operationalen Fähigkeiten in diese Stufe, haben Sie die Möglichkeiten festzulegen, wird die Anforderung schon erfüllt oder arbeiten Sie gerade noch dran? Und wenn Sie dran arbeiten, finden Sie direkt hier im rechten Bereich die Möglichkeit, auf Anleitungen, auf Unterstützungsangebote zuzugreifen, die sich genau dann auf diese Fähigkeit beziehen. Also das ist eine sehr schöne, begleitende, unterstützende App Pathways für Confirst. Genau, da gibt es halt viele Inhalte zu vielen Bereichen und auch zum Beispiel ein Konzept zum Vermitteln der ersten 12 Kernwörter. Das heißt, es gibt im Zusammenhang mit Confirst werden quasi, so gibt es die ersten 12 eingeführten Kernwörter nochmal so als kleine Bücher. Das bedeutet, diese Bücher finden Sie unter diesem Link und wenn Sie diesen Link anklicken, gelangen Sie auf dieser Seite und hier finden Sie die ersten 12 Kernwörter, die in Core First eingeführt werden. Beginnen würde das erste Wort, was man hat, wenn man nur ein Feld in Core First hat, wäre nochmal. Und klicken Sie hier mal an, bekommen Sie ein Buch zum Thema nochmal, wo das Wort nochmal einfach häufig auftaucht. Das heißt, das ist mein Lieblingsbuch, ich will es nochmal lesen. Man kennt es ja auch von vielen anderen Büchern, dass ein Wort speziell in Fokus rückt. Und hier ist es einfach so, dass man dieses Buch gemeinsam lesen kann, dass man dieses Buch dann immer wieder begleitend auch zur Nutzung mit Core First einsetzen kann, dass man zum Beispiel dann auch zeigt, okay, immer wenn das Wort nochmal kommt, drücke ich auch das Wort nochmal auf dem Kommunikationsgerät, sodass irgendwann der Anwender selber auch soweit ist und dieses Wort nochmal auf dem Kommunikationsgerät findet. Zu jedem dieser Bücher bzw. zu jedem dieser Worte gibt es auch nochmal einen Übungsplan. Und wie gesagt, diese Bücher sind kostenfrei ausdruckbar über unsere Materialkiste der Internetseite oder halt in Pathways für Core First verfügbar. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Wie gesagt, es war ein relativ volles Webinar. Es gibt noch viele Kurzvideos. Auch das ist alles dann nachher in der Präsentation verlinkt. Also wie bearbeite ich Standardseiten, wie passe ich die Feldgröße an, wie passe ich die Seitensets an. Und natürlich auch allgemeine Hilfestellungen zum Modeling, zum positiven Kommunikationsumfeld. Techniken für den Kommunikationspartner kann man sich hier nochmal herunterladen. Es gibt eine Videothek, die sich speziell natürlich auch, also allgemein auf TobiDynavox-Programme bezieht, aber natürlich auch speziell auf TobiDynavox Snap, wo wirklich kleine Funktionen in kurzen, knappen Videos erklärt sind. Diese Videothek haben Sie dann hierüber Zugang. Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Sie haben nochmal einen Motivationsschub bekommen, was TobiDynavox Snap und den Core First Inhalt angeht. Wenn Rückfragen sind, Anmerkungen sind, Wünsche sind, können Sie die gerne jederzeit an info.dach@tobidynavox.com richten. Da schauen wir jeden Tag rein
Und ansonsten finden Sie auch viele hilfreiche Inhalte auch direkt über unsere Webseite de.tobidanavox.com.